Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mein What I Read Next für den Monat Oktober für euch. Ja, wir sind mittlerweile im Oktober angekommen. Für den nächsten Monat habe ich mir auch wieder vier wundervolle Bücher ausgesucht, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, beziehungsweise die ich zur Auswahl stellen möchte. Zwei davon liegen schon ein paar Wochen hier. Und zwei davon sind gerade erst bei mir eingezogen. Aber alle haben wieder so einen kleinen Überbegriff, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn alle vier möchte ich eigentlich gerne in einem Buddy-Read lesen. Also zu allen vier Büchern, die ich euch vorstelle, habe ich bereits mit einer Person auf Instagram oder im Freundeskreis darüber gesprochen, dass ich diese gerne im Buddy-Read lesen würde. Starten wir vielleicht einfach mal mit dem ersten. Das habe ich letztens auf Instagram gepostet und habe darunter aufgefordert, dass die Leute ja posten sollen, welche Bücher sie gerne von ihrem Sub befreien und im Buddyread lesen möchten. Da haben sich auch ein paar Pärchen, Buddyread-Pärchen gefunden, habe ich jetzt mitbekommen. Und ich habe eben The Lies We Hide vorgestellt. Ich habe auch vor, das Buch mit jemandem aus meiner Community zu lesen. Ich muss mich jetzt nur noch mal melden. Ich war das ganze Wochenende auf MagicCon. Da wird es auch noch einen kleinen Vlog zu geben. Nicht so groß wie sonst, aber ich habe ein bisschen mitgefilmt. Und ja, dementsprechend habe ich gesagt, es wird Montag, bis ich mich melde. Das werde ich also nachher noch tun. Und dieses Buch würde ich dann gerne mit ihr zusammenlesen. Also falls sich da irgendwie jemand anschließen möchte, ich denke, wir werden im Laufe der Woche starten. Ja, das Buch ist auch gerade letzten Monat hier eingezogen. Ich habe es gesehen und ich fand einfach, es passt ganz gut für einen Buddy-Read, weil es eben ein guter Mix aus Drama, Spice und ja, naja, ganz interessanten Story ist. Ich werde euch gleich noch den Klappentext vorlesen. Die erste Auflage hat auch wieder einen Farbschnitt. Ich mache ja öfter mal What I Read Next Videos mit dem Überbegriff Farbschnittbücher. Aber mir fällt in letzter Zeit so oft auf, dass gefühlt jedes Buch mittlerweile einen Farbschnitt hat. Das ist irgendwie für dieses Video, für diese Kategorie nichts Besonderes mehr. Vielleicht sollte ich mal ein Video machen mit vier Büchern, die keinen Farbschnitt haben. Dann wäre es mal wieder was Besonderes. Das ist aber off-topic. Ich werde euch jetzt erzählen, um was es in The Lies We Hide geht. Von seiner steinreichen Familie in den Niederlanden will Dynastieerbe Leonard Brewer schon seit Jahren nichts mehr wissen, bis völlig unvorhergesehen sein Vater verunglückt und das finanziell bröckelnde Gin-Unternehmen mit all seinen dunklen Geheimnissen ihm in die Hände fällt. Für die dringend notwendige Image-Kampagne engagiert er die Barkeeperin, Influencerin Miss Cocktailery, eine echte Gin-Expertin. Für Nika ist das eine unerwartete Chance. Sie nimmt den Job an, obwohl sie Lean seit ihrer gemeinsamen Schulzeit hartnäckig zu vergessen versucht. Doch bald wird ihre Zusammenarbeit nicht nur durch die unbestreitbare Anziehungskraft zwischen ihnen auf eine harte Probe gestellt. Buch Nummer 1. Das nächste Buch habe ich bei einem Wocheneinkauf einfach mitgenommen. Ich hatte da noch einen Gutschein von Kaufland und den habe ich dann irgendwie sinnvoll in Bücher investiert. Ich hatte mir damals 3 Stück gekauft. Ich glaube, das war im August. Ich habe auch eine wunderschöne Postkarte mit drin oder Charakterkarte. Vielleicht weiß der eine oder andere da jetzt auch schon, um welches Buch es sich handelt. Den Golden Bay Auftakt von Bianca Iosivoni. How It Feels heißt der erste. Plus exklusiver Charakterkarte. Da achte ich tatsächlich auch immer, wenn ich weiß, dass sowas drin ist, beim Kaufen darauf, dass ich im Laden stehe und einmal durchblätter und gucke, ob diese Charakterkarte wirklich drin ist. Bei ihrer Midnight Chronicles Reihe mit Laura Kneidel zusammen hatte sie ja auch immer, oder hatten die beiden immer eine Charakterkarte drin. Und da hatte ich es nämlich einmal, dass ich einen Band gekauft habe und da war keine Charakterkarte drin. Da war ich richtig angefressen und seitdem habe ich mir das irgendwie angewöhnt, dass ich da immer alles nachkontrolliere. Darum soll es aber jetzt auch nicht gehen. Ich komme heute irgendwie immer vom Thema ab. Aber ja, Golden Bay Band 1 werde ich wahrscheinlich mit Lou lesen. Sie hat damals gefragt, ob wir den vielleicht zusammen lesen wollen. Da hatte ich das Buch noch nicht. Und als ich dann im Laden gesehen habe, habe ich gesagt, komm, jetzt nimm es mit, da kann der Buddy Read starten.
Spoiler-Alarm ist er aber noch nicht. Ja, aber wir könnten jetzt. Zwei Dinge hat Amber sich geschworen, sich nie mehr zu verlieben und nie wieder an das zu denken, was vor 5 Jahren geschehen ist. Doch als sie in ihre Heimat auf die kanadische Insel Golden Bay zurückkehrt, wird sie von Erinnerungen überfallen. An Strandtage und Sternschnuppennächte mit Holden, dem Mann, der ihr das Herz gebrochen hat. Als sie ihm auf einer Hochzeit wieder begegnet, sind die tiefen Gefühle plötzlich alle wieder da. Aber auch die Wut und die Enttäuschung. Auf keinen Fall will sie noch einmal so verletzt werden wie in jener Nacht, als sie mit Holden weglaufen wollte und ihre ganze Welt zusammenbrach. Doch mit den alten Gefühlen flammt eine neue, gefährlich intensive Anziehung zwischen ihnen auf. Eine Anziehung, der Amber unter keinen Umständen nachgeben darf, wenn sie nicht erneut alles verlieren will. Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 habe ich euch auch in einem gesonderten Unboxing bereits gezeigt. Das wäre nämlich Red Umbrella Society, der Kuss des Schmetterlings. Es ist die Chest of Fandoms Ausgabe, die Sonderausgabe in Hardcover Form mit diesen wunderschönen Innenseiten. Muss ich gerade nochmal abschlagen. Und mit diesem unglaublich schönen Deckblatt oder Titel, wenn man quasi den Schutzumschlag rummacht. Ich blätter einmal um. Wie schön ist dieses Buch bitte? Hier mit Ausschnitt, falls ihr das Unboxing-Video nicht gesehen habt, gab es jetzt hier nochmal ein Mini-Showdown. So, muss es nur nochmal zusammenbauen, weil meine Zwänge das ansonsten nicht verkraften, wenn es hier getrennt vom Schutzumschlag liegt. Ja, Red Umbrella Society, der Kuss des Schmetterlings ist der Reihenauftakt. Ich glaube, es ist eine Dilogie. Das zweite ist, glaube ich, so in Gelb gehalten. Ich habe es leider noch nicht bestellt. Ich weiß auch noch nicht, ob es überhaupt schon erschienen ist. Aber ich habe das Buch bei Maren gesehen und fand diese Aufmachung so schön, dass ich gesagt habe, ich muss es haben. Und habe da auch bereits auf Instagram mit jemandem gesprochen. Die Dame möchte das Ganze auch gerne im Bodyread lesen, aber da steht tatsächlich auch noch kein Termin fest. So, jetzt lese ich euch aber vor, um was es im Buch geht. Ein rätselhafter Mord erschüttert New York. Das Opfer ist ausgerechnet ein Mitglied der mächtigen und geheimnisvollen Red Umbrella Society, deren Mitglieder angeblich über besondere Fähigkeiten verfügen. Das Letzte, was Skady gebrauchen kann, ist in diese Geschichte mit reingezogen zu werden, denn sie hat genug eigene Probleme. Sie und ihr Bruder schulden einem skrupellosen Untergrundboss Geld und müssen für ihn riskante Jobs erledigen. Doch dann stolpert Skady bei einem dieser Aufträge über eine Leiche und gerät ins Visier des jungen und äußerst attraktiven Ermittlers David Bell. Er ist von ihrer Schuld überzeugt und setzt alles daran, sie zu fassen. Aber jemand ist daran interessiert, Skady zu schützen. Jemand, dem sie mehr verdankt, als ihr lieb ist und der im Gegenzug einen dunklen Gefallen einfordert. Buch Nummer 3. Und das letzte der 4 Bücher durfte auch gerade erst bei meiner Rebuy-Bestellung einziehen. Ihr habt es vielleicht dann auch schon in meinem Neuzugänge-Video gesehen. Game Show, das Versprechen von Glück, ist der 2. und finale Band der Game Show-Dilogie von Franzi Kopka. Und ich habe den Reihenauftakt sehr geliebt und hoffe einfach auch, dass es mir mit Band 2 genauso gehen wird. Aber bisher habe ich noch nichts von Franzi gelesen, was mich noch nicht zu 1000% überzeugt hat. Sie hat sich mittlerweile zu einer meiner liebsten Autorinnen im deutschsprachigen Bereich gemausert. Und das soll neben Lena Kiefer und Co. doch schon mal was heißen. Ja, ich habe bisher wirklich auch nur Positives gehört und auch auf Instagram, was den Bodyread angeht, war die Resonanz sehr hoch. Also da sind wir, glaube ich, eine kleine Gruppe, die das zusammen lesen wird, wenn sich denn ein Termin findet. So, und jetzt erzähle ich euch noch, um was es in der Reihe geht. Ich werde euch jetzt nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen, weil der doch ein bisschen spoilern könnte. Es ist eben eine Dilogie und dementsprechend, ja, baut der eine Teil auf dem anderen auf und deshalb lese ich euch den Klappentext zu Band 1 vor. Gegen wen spielst du wirklich? 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben.
Cass kommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Ein kraftvolles, actionreiches Debüt über ein perfides System, das nur funktioniert, weil menschliche Gier keine Grenzen kennt. So, Buch Nummer 4. Wie immer werde ich euch die Bücher natürlich auch nochmal im Schnelldurchlauf zeigen. Fangen wir an mit Buch Nummer 1, The Lies We Hide. Buch Nummer 2, Golden Bay, How It Feels. Buch Nummer 3, Dread's Umbrella Society, Der Kuss des Schmetterlings. Und Buch Nummer 4, Game Show, Das Versprechen von Glück. Jetzt seid ihr gefragt, jetzt dürft ihr entscheiden, welches Buch als nächstes von meinem Sub verschwinden wird oder im Laufe des nächsten Monats von meinem Sub verschwinden wird. Ich packe sie euch gerne nochmal alle unten in die Infobox. Da gibt es die Affiliate-Links zu Thalia und zu Amazon. Und das war's jetzt auch von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!